Wer ist er denn? Das ist Gerd, der wohnt jetzt hier. Reden wir jetzt so lange vor, bis er tot ist. Let's go. Ich finde das Artefakt gar nicht. Das ist genau vor dir, du Bot. Wollen wir es nochmal versuchen? Ja, versuchen wir es nochmal. Ja. Wir versuchen es nochmal. Jeder sagt, wie viele und welche Geschwister er hat. Und los, Revi fängt an. Ich habe einen Bruder. Revi hat einen Bruder. Alter, Rumatra, so verkackt, ne? G-Time, das würde mich bei dir interessieren. Ich habe einen jüngeren Bruder, einen älteren und eine Schwester. What the f***? Guck, deswegen stellt man so welche Fragen. Ja, aber was hast du jetzt von der Info? Ich meine... Der hat eine riesen Familie. Die sitzen zu 12 am Esstisch früher. Läuft bei ihm, Digga. Okay, jetzt ist Spark dran oder ist das nicht public? Einzelkind. Ich habe zwei Schwestern. Zwei Schwestern? Ich habe vier Pfeile. Reicht das zu verteidigen? Also ich muss tatsächlich... Ich bin natürlich... Das ist jetzt irgendwie so mehr oder weniger schon so ein Standardsatz geworden. Aber ich bin wirklich ein guter Spieler in diesem Game. Was ist denn das meiste Geld, was du jemals bekommen hast in einem Monat? Das weiß keiner. Doch, das weißt du. Das ist nicht public. Willst du nicht public machen? Du. Wie ich. Okay, ich. Aber wenn Revi sagt, musst du es auch sagen. Nee. Wieso? Also nicht verdient in einem Monat. Ja doch, eigentlich ja verdient. Also ich bin ehrlich, ich glaube, Max könnte noch viel reicher sein, wenn ich so dumm wäre. Das ist es halt. Nicht böse gemeint, das weißt du, ne? Mhm. Habt ihr schon mal gesagt, was du alles falsch machst? Mhm. Und ich habe darauf nichts geantwortet. Ja. Also du hast einfach nur dein Bier geäxt und hast geschielt. Sehr gut. Leute, das heißt, ich komme mit 1000 Metall. Ne? Mit 1000 Metall komme ich zurück. Ist krass, oder Kevin? 1000 Metall. Kevin, 1000 Metall ist gut, ne? Haben wir 1000 Metall? Ich würde jetzt sagen, Alter. Hilfe, ich habe alles übertragen in mein Inventar. Ich kann mich nicht bewegen. Wie mache ich das rückgängig? Bitte zurück. Das passiert mir immer und ich raste immer richtig aus. Ich muss ganz laut schreien und aggressiv werden, alles wegschmeißen. Ey! Ja. Och Mann, Leute, was für ein Bullshit. Oh Mann, oh. Mann. Nein, falsch rum. Ich werde jetzt so die Dinger wegknüppeln. Sakani. Was ist das denn? Mein Hund. Ja, doch, jetzt wo du sagst, jetzt, ja doch, wenn man's, man hört es, wenn man es weiß. Das ist ein Hund, ist, ne? Das ist, der ja. Schreit genauso rum wie du. Also, Jungs, ich habe gestern ja Rezepte rangebracht, ne? Ich habe einmal ein Rezept für Eisenschuhe. Oh, die klingen richtig gemütlich. Haben 686 Rüstung. Dann habe ich ein Rezept für einen Helm, der hat 700 Rüstung. Das würde ich alles nehmen. Und dann habe ich noch eins gefunden für Mastercraft. Ich habe wirklich jetzt auch schon 5.000, 6.000 Metall rangebracht. Lass mir bitte 2.000 Metall davon übrig. Wer? Habt ihr schon euch die Impfung gegen den Coronavirus geholt? Nein. Nope. Wollt ihr? Nee. Ich bin ehrlich. Raus. Gibt noch keine, von daher. Nein, warte, Spark. Ihr denkt, ich war eine Woche im Skiurlaub, aber ich habe eine Impfung entwickelt. So, ich habe gedacht, das wären die Reste aus der Katagrasowitsch-Puppe nach heute Nacht. Auch. Die helfen auch. Die müsst ihr nur essen. Da würde ich sagen, Revi hat er einfach deine Ehre komplett entwendet. So. Kevin, seit wann sprichst du eigentlich so? Du bist nicht so ein Typ, der so redet. Das war jetzt nicht negativ gemacht. Das war nur so eine typische Antwort, die Revi gern hört. Wollen wir jetzt gleich in die kleine Eishöhle gehen? Geht nicht. Ich bin jetzt gerade erst bei den Pinguinen angekommen. Ich bin gerade erst beim Vulkan. Ich fahre gerade noch Eisen. Ich bin gerade zum Vulkan. Ja, da kannst du ja da bleiben. Die ist ja direkt in der Nähe. Bring dir alles mit. Ich bin jetzt gerade am Vulkan, okay? Ja. Soll ich da bleiben? Hast du eine Pelzrüstung mit? Nein. Da musst du zurückkommen. Kann mir nicht einfach jemand eine Pelzrüstung mitbringen? Ja, kann ich machen. Gerade mal. Und Kevin, könntest du mir auch diese tolle Armbrust mitbringen? Diese starke. Und Pfeile, weil ich habe das natürlich nicht dabei, weil ich euch direkt helfen wollte und farmen gehen wollte, ne? Ganz klar. Hab gestern Rumatra in Köln getroffen, als er vom Fahrrad gefallen ist, sich und den Oberschenkel gebrochen hat. Stimmt das, Rumatra? Ich war gestern nicht in Köln, nein. Hast du den Oberschenkel gebrochen, als du vom Fahrrad gefallen bist? Das ist auch nicht wahr. Rumatra? Doch, das stimmt. Rumatra, es stimmt. Wie findet ihr unseren neuen Mitbewohner? Wer ist er denn? Das ist Gerd, der wohnt jetzt hier. Lass ihn. Gerd? Der wohnt jetzt hier. Gerd? Keule, was ist das für ein stabiler Typ? Das ist Gerd, lass ihn. Kevin, du hast Gerd umgebracht, gib ihn zurück. Ups, Entschuldigung, der ging der los. Der Spark konnte Revi, nicht leiden. Aufgehoben. Ich hab den einfach abgestochen. Alles gut, Revi, es ist nichts passiert. Wo ist der Gerd? Max, der hat Gerd umgebracht, der Mörder. Mörder Kevin ja, in den Chat. Ja, Kevin, ich brauch mein Bogen. Ich bringe keine Leute um. Ich könnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden umgebracht habe. So. Kevin, warum Gerd? Warum Gerd? Warum? Wollen wir es knacken lassen? Ich brauch noch die hier, Revi, hier. Den Bogen. Warte, hier sind die Reste von Gerd. Bitte. Alter, du bist so ein Mörder. Egal. Achtung, 3, 2, 1, Max. Ihm auch hier, warte, ich hab ihm auch noch die Haut abgezogen. Bevor Achtung, ich... Achtung. Warte. Spark, guck hier. Da ja. Ist er. Ja. Und jetzt nichts machen, Kevin. Was warte. Kann der? Hör auf. Ja, lass ihn doch. Ja, lass ihn doch stehen. Das ist Gerd. Ich will was testen. Komm. Einmal. Wie der aussieht. Oh, aber was ist... Kumatra, wir haben Besuch. Ich bin ganz doll nicht in der Base. Ich habe keine Ahnung, wann das hier redet. Hör auf. Mach mich von dem Faden los, du Assi. Kevin, mach auf.
Ich hänge unter der Decke, Leute. Ich finde das gar nicht witzig mit dem Bolzen. Gerd, hilf mir doch. Max. Alter, hängt er dich? Max! Spark, bitte mach doch was. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Spark, bitte ruf die Polizei oder so. Die Ark-Polizei. Wo höre ich mich doppelt? Ich höre mich doppelt. Test! Doppel! Ja. Test! Die ins Mikrofon, sagt man. Discord spinnt manchmal. Bei Max. Der hat eine Platz. Kann ich jetzt die Armbrust haben? Kevin, riesig, bitte die Armbrust. Ja, ich crafte die jetzt. Warte, ich komme jetzt. Boah, ich werde hier nur gemobbt. Das macht echt keinen Spaß. Wie Schule früher. Dann auf wen warten wir jetzt noch? Was fehlt noch? Wir warten nur auf Spark. Auf Revi warten wir gerade wieder. Nein, mal. Kevin wollte mir die Armbrust nicht machen. Revi ist einfach wieder total langsam. Der kriegt hier nichts hin. Und der Kevin gibt mir die Schuld. Dabei ist das selber schuld. Ich bin bei der ich würde sagen, wir treffen uns an der Icebase. Sehr gut. Ich sehe eh schon wieder, wie mich keiner mitnimmt. Ich sehe schon wieder kommen. Du kannst doch zum Vulkan kommen, dann treffen wir uns am Vulkan, dann fliege ich mit dir da ab da zusammen. Ich habe doch keine Vulkanangriffstaktik. Wie heißt das? Waffe. Möglichkeit, da hinzukommen, genau. Wir sind Level 200 Agentaves in der Base, nehmen wir ihn doch. Dann ich glaube, der gehört doch. Keinem. Max, würdest du dir denn auch, tatsächlich, wenn wir jetzt mal über Reichtümer reden, du bist ja, wie gesagt, ziemlich wohlhabend, ne? Revi mag das Thema, ich sehe schon. Max nämlich nicht. Würdest du dir auch etwas an deinem Körper vergolden lassen? So ein Zahn? Nee, Gold ist nicht hochwertig genug für Max, das verplatint wird er dann. Mhm. Was bringt das? Platin nicht weniger? Das, du nimmst dir Zahn raus und machst Gold rein? Ja. Hatten das früher nicht immer nur die Piraten? Würdest du sagen, dass sowas wie Grills, kennst du Grills, was so Rapper Grills haben? Kenn so, ich nicht. Ich meine, wo man so ein Diamantgebiss hat. Ach du Scheiße. Also da so eine Diamantenzahnspange quasi. Ja, ja, genau, da sehe ich dich. Was sieht aus wie so eine Diamantenzahnspange? Mhm. Warum macht man das? Man macht das, um zu flexen, damit man zeigt, dass man reich ist. Ja, da kannst du ja gefühlt deine Augen rausnehmen lassen und da Rubine reintun. Wow, nee, geiler dann, Flex. Nee, dann bist du ja blind, das wäre ja dumm. Ja, what the f***, wer macht sich denn eine Diamantenzahnspange in die Fresse? Also boah, würdest du es nicht Gänsehaut. Machen? Da kriege ich Gänsehaut, das ist doch abartig. Ist halt unangenehm, ne? Digga, im Mund, also überall Essensreste und what the fuck? Da bist du doch froh, wenn die Zahnspange rauskommt. Würdest du dir den Ice-Out-PC holen, Max? Nein. Überleg. Nee. Ich habe überlegt, aber nee. Ey, Spark, das sieht aus wie der Berg, wo ich runtergefahren bin, wo ich Bänderriss bekommen habe. Geil. Ich habe immer noch die Krücken alibimäßig im Auto. Wenn ich mal auf dem Behindertenparkplatz parke, kann ich die einfach raus und sagen, aua. Clever. Ich war mit 18 einfach for real einfach echt gut. Mit Snowboard? Ja, mit Snowboard. Nein, warst du nicht, Max. Du hast das Board in den Boden gebohrt mit deinem Gewicht. No front. Nein. Es war auch früher beim Fußball so. Ich war auch Technik in der Fußball ziemlich gut und ich war auch im Basketball echt gut und Snowboard. Aber mein Bruder hat auch immer gesagt, Alter, du siehst so scheiße aus. Du machst das zwar alles echt gut, aber du siehst einfach aufgrund von der Körperform unendlich beschissen beim Snowboardfahren aus. Also wenn ich mal hochspringe und einen 180 mache und so und weiterfahre, wenn du so aussiehst wie ich, dann sieht es immer scheiße aus. Richtig. Verstehst du, was ich meine? Ja. Hat mir Knochen gebrochen. Sehr gut gemacht, okay, sehr gut es gemacht. Sind alle da, ne? Dann können wir loslegen. Jetzt weiß ich, wie du beim Snowboard weg hast. Wir fliegen los. Ja. Revi ist zurückgeblieben und verfriert. Ich komm nicht auf meinen Agentabis drauf. Moment mal, Leute. Auf Wiedersehen, wir sind weg. Leute, warte. Tschüssi, Revi. Wie komm ich denn da drauf? Hallo? Aus rein. Ich komm nicht an den dran, an das Inventar. Wir spielen seit 4 Wochen und er weiß nicht mal, wie er auf sein Agentabis mountet. Ja. Ja. Ich hab gekackt. Ja, sich noch drüber freut. Ja, mein Digga, ich sag's, das geht ein richtig das epischer. Es ist hier so ein richtig Alter. Epischer Luftkampf, der gefühlt losgeht und dramatische Musik auf einmal. Man hat einfach, du hast gekackt, steht da. Du musst mal in den Höhlen drauf achten. Na, halt das noch so. Ja, halt richtig, das so richtig. Kann das sein, dass der Wolf da schon wieder nicht reinkommt in die Cave, weil die so einen kleinen Eingang hat? Kann man den nicht reinschieben, Spark, meinst du? Eigentlich sieht es doch so aus, als würde es passen, ne? Ich bin ein großer Fan davon, einfach saulange bei den Eltern wohnen zu bleiben, weil es einfach OP ist und spart. Viel zu viele Vollidioten ziehen gefühlt mit 16 aus, müssen dann arbeiten, kriegen es dann nicht hin, irgendwas zu machen. Die müssen dann immer arbeiten und können sich gar nicht irgendwas machen. Aber Rumatra macht seinen f***ing Master in Raketenwissenschaften, verdient irgendwie in einem guten Monat 10.000 Euro, hat keine Ausgaben und zieht nicht aus und pro Stream kommt 15 Mal die Mutter rein. Wieland! Leiser! Nein, die Mutter kommt nicht so rein, die Mutter kommt so rein, warte. So kommt die Mutter rein, Frau Master. Ich bin eigentlich immer hier. Da ist kalt, Kälte, SOS. Alarm. Seid ihr jetzt in der Höhle drin, oder was? Rein. Also ich meine das jetzt ernsthaft, ne? Es gibt hier etwas, wo eure Leiche durch den Boden baggen kann, im schlimmsten Fall. Das will ich haben. Eislava. Max, halt bitte dein Maul. Eislava, Junge. Guck, da sind ja schon Eislava-Kristalle. Weiter geht's. Alles, Eis. Alles ist echt. Achtung, Drachen! Ich
G-Time. Soll ich hinterher? Der ist alle G-Time hinterher. G-Time redet wenig. Das ist, der stellt uns hier eine Falle. Gleich ist einer von uns tot. Ja, ja. Nein. Reden wir jetzt so lange vor, bis er tot ist. Let's go. Ich laufe jetzt hier vor mir, egal. Ihr könnt mitmachen oder ey, nicht. Ey, Umatra kann so geil durch Höhlen gehen. Der ist nur 1,40 groß. Das ist unfair, dass er den Zwerg gewählt hat. Ey, ich laufe irgendwie im Kreis manchmal, ne? Oder? Und jetzt hier runter müssen wir hier runter. Oh ja, strong. Da runter, Spark. Da müssen wir runter, Max. Nee, da darf man nicht runter, stirbt man. Kevin, wo bist du denn? Ich warte einfach schon am Ende der Höhle auf euch. Oh mein Gott. Hier schwindelig. Hier geht's lang. Oh mein Gott, man muss den einen Kristall abbauen. Dahinter ist ein Geheimgang. Wie geil. Okay, wer holt das Artefakt? Weil ich möchte das nicht machen. Ich möchte das hol's. Ihr müsst jetzt ausmachen, wer zuerst das Artefakt holt. Ich finde, weil er sonst immer wie so ein Blutekel schmarotzt und so eine Scheiße. Ja, Mann. Dass Romatra vorgeht. Ja, safe. Romatra, geht das jetzt holen. Hier das nicht holen. Okay. Revi geht vor. Du kannst sie von hier nicht töten. Warum? Weil das Artefakt hat so eine hohe Hitbox, dass du die nicht triffst. Siehst du, die Pfeile bleiben in der Luft stecken. Was machen wir jetzt? Ja, ihr müsst runter zum Artefakt. Ihr trefft die von da nicht. Boah, ist das gefährlich, oder? Geil, jetzt geht's los. Ich finde das Artefakt gar nicht. Das ist genau vor dir, du Bot. Romatra, mach's jetzt weg! Hab's weggemacht. Tötet die, tötet sie. Sind dabei. War stark. Okay, wir haben das Artefakt jetzt, ne? Ja, war das jetzt die Höhle? Auch. Ich hab 4 brutal. Oh, Max, du bist einfach gerade drüber gesprungen. Du bist einfach gerade drüber gesprungen, Max. Du hast so Glück, dass ich deinen Rücken hab, ne? Hilfe, 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 ich bin vergiftet. Ich hab dich. Komm zurück. Alter, geht's noch viel weiter. Hier ist ein Jump and Run. Ja, war doch ein geiles Abenteuer, oder? Das haben wir gut gemacht zu zweit. Max und ich haben es gecarried. Romatra, du bist richtig schlecht gewesen. Du warst eine große Behinderung. Okay, welche Höhle jetzt? Eine machen wir noch. Ich würde sagen, wir lassen die Eishöhle aus, die schwere, weil es ist einfach wirklich, lasst uns lieber noch mal ein bisschen Stuff dafür holen. Ey, wollen wir hier ganz kurz mal Holz abbauen, dass wir Fundamente bauen und dann bauen wir Betten damit? Ganz ja, chillig. Mann, ja, Mann. Wollen wir das Max, wollen wir einfach so als Team? Alter, Max, du bist eine krasse Sau, bist du. Ich verleg mein Geld eine halbe Stunde nach hinten. Dann mach einer mal ein Fundament. Wie baut man ein Fundament? Los, mach mal hier, Spark. Ich bin noch hier ausfarmen. So, ich habe draußen die Base gebaut. Max, sieht gut aus, ne? Mathe, oh, ich werde hier richtig auseinandergenommen. Hilfe, 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 ich werde richtig getötet. Sneak nicht rein. Ah, naja. Spark, du hast deinen dabei, richtig? Das heißt, ich nehme jetzt meinen. Dabei. Okay, das heißt, ich suche jetzt meinen. Ich habe eine Frage an G-Time. Das ist die schwerste Höhle. Ja. Könnt ihr mich abholen? Ich bin am Höhleneingang. Ich bin jetzt hier drin, ich will nicht sterben. Einfach durchlaufen. Ey, raidet mal hier die toten Wölfe. Oh, oh. Das gibt total viel Pelz. Oh! Kevin! Spark! Ja, Revi, du hast ein bisschen Westenlast reingestochen. Ich bin schon wieder tot, Revi. Muss schon wieder ein S-Proof-Bett nutzen. Komm ich da hinten an meinen Stuff noch ran? Was glaubt ihr? Wo ist mein Stuff? Oh nein, mein Leiche ist im Wasser drin, ne? Leiche. Ach, okay, was? Leute, ich würde ganz schnell auf. Oh Mann! Was ist das für eine Höhle? Wieso gehen wir jetzt schon in die schwerste Höhle? Wir sind noch gar nicht trainiert. Wollt ihr hier rein? Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Könnt ihr ein Lagerfeuer machen? Ich bin erfroren. Hab ihn. Holz rein! Holz rein. Boah, oh, Junge. Danke. Mach hier mal ein Dach drüber, es ist echt kalt hier. Mein Knochen ist gebrochen vor Kälte, kann das sein? Ja, kenne ich das Problem. Ja, Fackel schreiben mal, ich weiß nicht, was eine Fackel ist. Ich sterbe immer noch. So, wenn ich jetzt sterbe, dann hört es jetzt hier für mich auf, dann bin ich jetzt hier raus. Same. Ich muss ausprobieren, kann sein, dass es geht. Okay, wir kämpfen schon. Ja, ich komm rüber. Wie nehme ich was in die Nebenhand, was muss ich dafür drücken? Hinter uns kommt gleich ein Yeti, pass auf. Ne, wo ist denn der Yeti? Alter, ist das hier, oh Mann, das ist hier stressig. Das ist ja das Stresste, was jemals gab. Geil, mein Wolf ist schon halb tot. Oh, der Yeti. Jetzt alle Wölfe, ich bin zu Fuß unterwegs. Ihr könnt es aufbieten mit Fleisch, ne? Spark kämpft gar nicht richtig mit, Spark kämpft nicht richtig mit. Alter, ich hab mich kurz nach hinten positioniert. Ja, ihr müsst alle kämpfen. Kämpfen. Ja, aber wir schaffen das. Junge, wir sind ja übel das Squad. Holy Sch. Ich hab grad den Buff gemacht. Krieg halt den Übererfrierungsschaden hier drin, ne? Bärenangriff. Ja, ich bin da. Ach, Hilfe, ich bin auch runtergehauen worden. Ich bin raus, das war's. Nein, ich rette dich. Mashallah. Oh, Leute, dann sind wir hier am Ende dieser ganzen Maskerade angelangt. Das war echt eine tolle Zeit. Diese Höhle macht wirklich Spaß. Ein riesiges Shoutout an Gamers Time, dass der das hier so stark vorbereitet hat, immer die ganze Zeit, dass man einfach quasi online kommt und Kevin den ganzen Tag am Farmen ist. Riesiges Ehrenmann an der Stelle an ihn. Riesiges Shoutout auch an Spark und Henki. Dann sind wir an der Stelle durch, würde ich sagen. Das war's und ich bin weg. Macht's gut. Tschüss.